Flugzeug ist abgebogen, aber Wind wird stärker. Aber mich bremst nichts ab. Ich wollte dir was erzählen zur Rebellion von Tobias Beck. Als erstes hoffe ich mal, dass er zu mir zum Interview kommt, weil ich dir echt tiefere Einblicke in 2024 in die Bücher, die ich empfehle, geben möchte und auch vor allen Dingen tiefere Einblicke in die Autoren. Bei Tobi bin ich vor knapp 10 Jahren aufgewacht und habe erkannt, hier unten steht's, zeige der Welt, was in dir steckt. Tobi war damals einer, der so mich angeguckt hat und der wusste das dann schon. Ich wusste das noch nicht. Und ich habe damals das Glück gehabt, ihm so früh zu begegnen. Also ich meine, ich war da auch schon weit über 50, aber egal. Ich habe das Glück gehabt, ihm damals zu begegnen. Und weil es war doch noch ein kleinerer Kreis. Jetzt sind die Kreise, also der Tobi ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, ein Stein, der Kreise der Liebe um sich zieht. Und ich wünsche ihm von Herzen, dass es noch Millionen Kreise werden, die immer, immer größer werden. Weil er inzwischen ja nicht nur seine Veranstaltungen hat, sondern eben auch die in Anführungsstrichen normal interessierten Menschen aufwecken möchte und die auch darauf bringen möchte, zu zeigen, was in ihnen steckt. Aber ich glaube, in Tobi steckt noch viel, viel Größeres. Und du musst dieses Buch lesen und dir selbst ein Bild machen. Ich will dir da nicht mein Bild aufdrücken. Deswegen finde ich immer Bücher so viel schöner als Filme, weil wenn ich einen Film gucke, dann ist das immer wie, also entweder, nee, meistens bin ich enttäuscht, weil ich eine blühende Fantasie habe und mir ganz toll Sachen vorstellen kann. Und wenn dann ein Film gedreht wird, natürlich von jemandem, der eine ganz andere Fantasie hat, dann enttäuscht der immer. Und wenn ich dir jetzt sage, was für mich dieses Buch bedeutet, wo ich Tobi seit 10 Jahren kenne, das hilft ja nicht. Ich möchte gerne, dass du es liest. Wahrscheinlich bist du schon selber drauf gekommen, weil es Spiegel Bestseller ist. Aber unabhängig davon, ich finde eine persönliche Empfehlung deutlich wertvoller als dieses Masse. Ob ein Spiegel Bestseller mir gut gefällt, das muss nicht so sein. Wenn dir aber die Sachen zum Beispiel aus meiner Leseliebe gefallen und die Art und Weise, wie ich die bespreche, dann könnte es sein, dass dir auch die Rebellion und das, was dahinter steckt, gefällt. Und deswegen möchte ich mich kurz fassen, Tobi zum Interview einladen und dir dieses Buch ans Herz legen. Es ist der Mittwoch vor Karneval. Du hast jetzt, wenn du im Rheinland bist, sowieso genügend Zeit zu lesen die nächste Zeit. Also, gönn dir was, geh in eine Buchhandlung, kauf dir die Rebellion und rebelliere. Okay? Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und danke, dass es dich gibt, Tobi.